Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Viele von Ihnen waren vorhin in der Anhörung mit Julian Assange. Und er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Er sagt, er war 14 Jahre quasi von der Oberfläche verschwunden. Und als er jetzt zurückkam, ist die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit noch schlechter geworden als damals. Das muss uns zu denken geben. In einer Zeit, wo es so viele Kanäle gibt, wie noch nie etwas zu sagen, haben die Leute das Gefühl, dass sie so wenig wie noch nie sagen können. Aus Angst, dass der Algorithmus sie benachteiligt, aus Angst vor Diskriminierung, aus Angst vor Repression, aus Angst beschimpft zu werden, als Corona-Leugner, als Klimaleugner, als Träger russischer Propaganda. Und auch hier im Saal haben wir es vorhin gehört, dass mehrere Abgeordnete, hier ganze Parteien, die Mitglieder dieser parlamentarischen Versammlung sind, einfach mal als russische Propagandisten beschimpft haben, weil sie Zahlen, Daten, Fakten verwenden, die dieser Regierung halt einfach nicht passen, Herr Kuhle. Das ist nicht richtig. Die Freiheit der Meinungsäußerung ist nicht irgendeine Freiheit, sie ist die zentrale Freiheit für die Demokratie. Und wir sind ja hier in Frankreich, deswegen erlaube ich mir einfach mal, die Déclaration des droits de l'homme et du citoyen von 1789 zu zitieren. Dort steht, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Eines der wertvollsten Rechte ist es, weil nur auf dieser Grundlage überhaupt Demokratie existieren kann. Wenn wir demokratisch handeln wollen, dann können wir nicht beschränken, dann können wir nicht regulieren, dann können wir nicht zensieren, so wie es die EU mit ihrem Digital Services Act vorhat. In Großbritannien ist sogar eine Person verhaftet worden, weil sie ein Like auf Facebook gegeben hat. Und ich kenne selbst eine Bloggerin, die schon fünfstellige Anwaltskosten hat, weil sie auf X die Wahrheit postet. Das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Eine starke Demokratie hat immer eine starke Meinungsfreiheit. Und ja, im Kontext von Propaganda. Niemand bezweifelt, dass Russland Propaganda betreibt, dass China Propaganda betreibt, dass unsere eigenen Regierungen Propaganda betreiben. Aber eine starke Demokratie muss sagen, lass sie doch. Weil auf einem freien Markt mit einer freien Meinungsäußerung sich letztendlich die Wahrheit durchsetzen wird. Zahlen, Daten, Fakten sind nämlich falsifizierbar. Im Moment ist es aber so, dass diejenigen, die Regierungsnarrative falsifizieren, als Propagandisten bezeichnet werden, während die wahren Propagandisten die etablierten Medien sind, die genau Regierungspropaganda ständig verbreiten. Meine Damen und Herren, der Kampf gegen Propaganda wird nicht geführt, indem man Fakten zensiert. Er wird dadurch geführt, dass etablierte Medien und Journalisten endlich nur die Wahrheit berichten und nichts als die Wahrheit. Wenn diese Medien wieder die vertrauenswürdigsten Quellen sind, dann ist die logische Folge, dass danach auf Social Media kein politischer Kampf mehr geführt wird, sondern dort wieder die Katzenvideos die meistgesehenen Videos sind. Vielen herzlichen Dank. Bravo. Merci, Monsieur.